Der Finanzmarkt feiert zurzeit bereits den Sieg über die Inflation. Inflationsrate in der Eurozone war vor einem Jahr ungefähr noch bei 10%. Zuletzt ist sie unter 3% gefallen. Das haben natürlich die Finanzmarktteilnehmer zum Anlass genommen, auf baldige Zinssenkungen der EZB zu setzen. Allerdings hat die Präsidentin der EZB, Frau Lagarde, auf der Pressekonferenz nach der letzten Sitzung eindeutig davor gewarnt, dass man zu frühe Zinssenkungen erwartet. Und sie hat besonders darauf verwiesen, dass die EZB gerne noch die verschiedenen Lohnabschlüsse abwarten würde, was eine wichtige Informationsgrundlage für die Geldpolitik der EZB wäre. Ja, für die EZB entscheidend ist die Entwicklung der Löhne in der Eurozone. Die Löhne im Moment wachsen viel schneller, als es mit dem Inflationsziel von 2% der EZB zu vereinbaren wäre. Die letzten Lohnabschlüsse in den vergangenen Monaten lagen eher so im Bereich von 6%. Das ist natürlich, wenn man die Produktivitätsentwicklung der Eurozone, die bei allenfalls 1% ist, unterstellt, dazu das Inflationsziel von 2% obendrauf schlägt, wäre ein stabilitätskonformer Lohnabschluss allenfalls bei 3% gegen Vorjahr. Jetzt liegt er fast doppelt so hoch und das ist natürlich mit den EZB-Zielsetzungen mittel- bis langfristig nicht zu vereinbaren. Die EZB wird in den nächsten Monaten wichtige Daten zu den Lohnabschlüssen bekommen. Fast die Hälfte der Mitarbeiter, die in dem sogenannten Wage Tracker der EZB erfasst sind, ein statistisches Maß, das die Tariflöhne abdeckt und eine Indikation über den Anstieg der Tariflöhne gibt. Diese Tarifverträge werden in den nächsten Monaten neu verhandelt und bereits in den nächsten Monaten wird die EZB da wichtige Informationen bekommen, wie denn der aktuelle Lohntrend in der EZB sich in den nächsten Monaten entwickelt und erst dann wird man so weit sein, dass man auf Zinssenkungen sich zubewegt. Das wird aber wohl nicht so schnell passieren, wie der Markt das unterstellt.